Es ist mir eine wahre Freude, euch alle hier zu sehen. Es ist aber gleichzeitig auch ein Drama, dass es diesen Druck braucht, damit Vernunft einkehrt. Und es ist jetzt mehrfach gesagt worden, wir müssen diesen Druck mit nach Berlin tragen. Und daher fordere ich alle auf, mit Treckern oder mit Bussen am Montag nach Berlin zu kommen. Ich möchte mich, bevor alle abreisen, bedanken. Es gibt noch ein paar organisatorische Hinweise. Bedanken natürlich bei der Technik. Bedanken möchte ich mich aber ganz, ganz ausdrücklich bei der Polizei und ich bitte um einen lauten Applaus. Bei unseren Gästen hat sich Holger schon bedankt. Ich bedanke mich aber auch bei unserem Orga-Team, das innerhalb kürzester Zeit eine Riesenwelle in der Region Hannover losgetreten und organisiert hat. Und indem wir aus dem Landvolk und von Landschaft Verbindung super zusammengearbeitet haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte das auch kurz namentlich machen. Mein Dank geht, und die meisten stehen hier in der Nähe. Mein Dank geht an Gero, an Arne, an Christoph, an Helmut, an Arend, Robert, Dirk, Henriette, an Jakob, Björn, Julian, Max, Philipp, an Joachim, der hier neben mir steht, an Lisa, Thomas und an Hans Christian. Vielen, vielen Dank an euch alle. Der Kreisverband Hannover hat 2 Busse für Montag organisiert und wir werden auch noch mehr organisieren, sobald sie voll sind. Wir haben eine Treckertour organisiert. Wer mit dem Trecker nach Berlin fahren möchte, der kann das ab Garbsen über Burgdorf, die B188 B5 mit einer Übernachtung, also es wird eine schöne Reise, ab Sonntag um 13.30 Uhr tun. Wendet euch an uns, wir organisieren das. Und eine Bitte an euch alle, bleibt optimistisch, bleibt bitte auch laut, bleibt kraftvoll und bleibt friedlich. Ich möchte diese Veranstaltung schließen und bitte euch, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten. Es gibt noch eine Ansage zur geordneten Abfahrt, aber ich verabschiede mich und danke euch. Jo, eins noch. Vor allem gebührt auch Dank allen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen und die uns hier auch unterstützen. Das sind die Leute, die auch durch Steuererhöhungen betroffen sind, die auch eine andere Regierungspolitik wollen. Und denen soll auch nochmal ausdrücklich gedankt werden. Und jetzt möchte ich auch als allerletztes nochmal an Joachim Hasberg übergeben, weil er noch einige Hinweise für die Busorganisation für Montag hat. Abfahrt war das Stichwort. Genau so sehe ich das. Bitte alle, die Ecolot angefahren sind, schaut in die WhatsApp-Gruppe. Da werden weitere Infos zur Abfahrt sein. Bis jetzt steht fest, die Gruppe 1 fährt als erstes und die Gruppe 4 folgt denen. Das sind die ersten Züge, die jetzt aus Hannover fahren. Danach werden die anderen folgen. Bitte in die WhatsApp-Gruppe schauen. Danke. Gute Heimfahrt.